Herzlich willkommen auf dem Mardi Live Kanal. Ich habe einen absoluten Ehrengast hier. Knossi ist bei mir am Start. Und hallo. Er war noch nicht hier. Nee. Und wir werden dir mal ganz kurz ein bisschen zeigen, was ich in der ganzen Zeit auf die Beine gestellt habe. Weil du kennst ja den Survival-ganzen Kram, aber ich habe ja auch noch eine andere Richtung. Dieses Preppern, vorbereitet sein auf eventuelle Katastrophen. Zombies. Vielleicht. Aber ey, es geht auch schneller. Digitaler Blackout, Sturm, Erdbeben, vielleicht auch Krieg, aber gut, das hoffen wir mal nicht. Hinter uns befindet quasi mein selbstgebauter Bunker. Hier war vorher nichts gewesen. Da haben wir dann gefragt, okay, kann man sich selber einen Bunker bauen? Das hast du gemacht. Ja, es hat geklappt. Den zeige ich dir jetzt. Komm mit. Hier war ja vorher nichts. Mit dem Bagger? Mit dem Bagger, ja. Wow. Die Frage war halt echt, kann man so ein Ding halt einfach unter die Erde zimmern? Und ich sag mal so, du kannst es dir angucken und dann selber entscheiden. What the fuck? Ja. Wirklich? Ey, das ist ja wirklich krass. Come into the bunker. Ey, mit Küchenzeile alles, ne? Ach, scheiße, Alter, ich hab jetzt Todesangst. Bist du wirklich Todesangst? Oh, scheiße, Alter. Der kickt die Höhenangst rein, ne? Muss man echt sagen. Ja? Wenn nicht, dass es so tief ist. Okay. Okay, ich komme. Wow, du hast ja Strom hier. Der Knossi, guck mal da. Da ist ein Windrad extra. Das ist alles durchs Windrad? Ja. Der Strom hier? Ja, ja. So, dann komm mal rein, Max. Gott. So. Oha, das hast du betoniert. Also wir haben am Anfang, siehst du ja die Steine hier, ne? Das war quasi so der erste Schritt. Wir haben eine Bodenplatte gegossen, unter uns befindet sich Beton. So, und dann haben wir, ich gehe mal weiter zurück. Ich würde mal fürs Feeling mal dicht machen, ne? Dass du mal wirklich so das Gefühl bekommst, wenn die Platte zu ist. Warum? Dann klappt man. Du hast sogar eine Kaffeemaschine. Warte. Ja, also hier unten würdest du jetzt, wie lange kann man hier unten verbringen? 120 Tage. Warum genau 120 Tage? Weil ich 120 Liter Wasser habe. 120 Liter Wasser sind da unten quasi aufbereitet. Lichtdicht verpacktes Wasser ist ganz wichtig. Alter, ja, im ganzen Rewe-Markt. Das ist hier wirklich. Du hast ja alles da. Ach so, auch solche Tabletten? Vitamine sind wichtig, Kalzium ist wichtig, Magnesium ist wichtig. Aber immer gehört die aus dem Supermarkt nicht so sonderlich. Ja, aber egal. Für Notfall. Weil wir gehen ja davon aus, dass ein Normalsterblicher so einen Bunker einrichtet. Wir haben noch Spezialdosen, Käse, Kuchen, alles aus der Dose. Dosenbrot an sich. Notfalldosenbrot. Krass, Kerzen. Ja, wichtig, ne? Aber auch Heizung. Genau, Infrarotheizung ganz wichtig, weil hier auch ein bisschen frisch wird. Wir haben aktuell, warte mal, ich muss mal gucken. Stell dir mal wirklich vor, du bist hier 120 Tage. 18 Grad haben wir jetzt aktuell hier unten dran. Stell dir mal vor, du bist hier 120 Tage. Ja. Kein Sonnenlicht. Ah doch, ein bisschen, man kann durch die Luft. Du siehst halt diesen kleinen Punkt da. Das ist auch das Einzige, was dir hier das Signal dafür gibt. Ist jetzt noch hell oder ist dunkel? Was machst du bei Atombombe? Das ist ja kein Atomschutzbunker. Ja, nee, ist nicht, ne? Ne? Nee. Also das auf die Beine zu stellen, da musst du noch weit, deutlich tiefer gehen. Wow, das ist ultra krass. Was ist das? Klapp mal auf, dann musst du einfach hochklappen. Wie hochklappen? Einfach hoch, genau. Ich habe eine Kakao. Schau mal, bis hier zu zweit und dann der andere soll sich dann wegdrehen oder was? Haben wir gerade durch. Vier Leute waren hier unten, 24 Stunden mit Fritz, Bommel und Niklas. Alter, ich habe hier richtig einen abgeseilt. 80 Stunden, die wir noch haben und ich muss hart auf Toilette. Oh, muss durchhalten. Alter! Die hat einfach gekackt! Direkt neben mir! War nicht cool. Was? Es gibt noch einen Trick und zwar... Das muss doch gestunken haben. Das geht. Den setzt du dir auf. So, Achtung, nicht erschrecken. So, und jetzt gehe ich kacken. Ja, hört man trotzdem noch ein bisschen. Ja, okay, da, man kann auch Radio anmachen. Warte, man hat hier noch so eine Radiofunktion dran, damit du halt nicht hörst, wie der andere loskackt. Das ist doch nicht... Und dann hast du da... Und Fritz auch? Nee, Fritz nicht, die anderen haben nicht. Ich war der Einzige, der musste. Warum? Naja, das Essen. Sauerkraut. Und die anderen waren hier? Ja, die haben sich hier reingechillt. Jeder hatte so seine Ecke, wo er chillen konnte. Fritz hatte ihren Stuhl, die anderen haben gelegen. Und es hat gestunken wie Sau. Naja, kurz. Ist ja das ist ganz normal ein Camping... Chemikalienklo. Chemiklo, ja. Ganz normal. Und dann bist du hoch und hast geleert. Also musst du ja richtig entsorgen quasi, weißt du? Und fürs Pipi, ne, ganz wichtig, machst du einfach nur den Deckel auf. Weil da unten kommt nur Feststoff, also nur Kacke, und dann machst du hier so und dann Pipi. Aber während alle anderen hier drin sind. Das sind so die wichtigsten. Ja, das hier. Mein lieber Freund, was ist das für ein Rohr da hin? Belüftung. Luft. Pass auf, ganz einfacher Trick. Wenn du ein kurzes und ein langes Rohr in diesen Bunker einführst, entsteht Unterdruck. Und die Zirkulation findet automatisch statt. Du brauchst halt quasi keine wirkliche Belüftungsanlage. Woher weißt du das? Physikunterricht. Nein, das habe ich nie gelernt. Das hatte ich nie. Also, warst du gerade auf Toilette? Nein, aber ey, das lernt man doch nicht. Küche, ganz wichtig natürlich, klar. Aber die ist geil. Das ist so ein bisschen flugzeugmäßig. Ja, genau. Das ist halt auf kleinsten Raum. Aber die ist richtig geil. Kommt da Wasser? Klar, dreh mal.
Wo kommt das Wasser? Da hast du auch hier unten gefüllt. Da hast du okay. Frischwasser und dahinter der Abwassertank. In der Notfallsituation würdest du das wahrscheinlich kaum benutzen. Am besten wenig, weil das Wasser eher zum Trinken. Ressourcenmanagement ist ganz wichtig, ne? Ressourcenmanagement. Ja, ja. Ist aber so. Ich verstehe es natürlich. Möchtest du einen Kaffee? Was hast du hier? Ja. Ja. Was ist hier unten, sagen wir mal, jetzt bist du hier. Ja. Was ist der Entertainment-Bereich? Da haben wir hier einmal vorne meinen kleinen Bildschirm. What the fuck? Dann kannst du dir er hat einfach einen Bildschirm hier drin. Da haben wir keinen Bildschirm. Und dann hast du dein Netflix, aber meinst du, das läuft oben noch? Oh, ja! Alter! PlayStation, so aber warum? Was sind das denn? Das sind gespeicherte Spiele drauf. Alle drauf. Alle, die du aus deiner Vergangenheit kennst. Super Mario, Super Mario Kart, Tekken, alles drauf. Wirklich? Das Faction Derby. Dann setzt du dich hier hin, schließt das Ding hier ran und dann kannst du loslegen. Oder auch Netflix geht auch. Wow, richtig krass. Mirror-Kabel einfach dran oder halt zockst du halt hier unten. Ich wusste gar nicht, dass das gibt. Ja, geil, ne? Das ist echt, das ist auch original. Das ja, aber diese... auch die Controller sind halt auch Originalgröße, ne? Das ist halt wie früher. Das ist für alles genau. Wichtig, wichtig, glaub mir. So, Kaffee, ne? Gehen wir los. Wow. Wichtig ist bei Kaffee natürlich, diese Maschinen, die brauchen halt... Ja, ich kenne die. Ja, meine Mutter hat die auch. Deshalb brauchst du hier so eine richtig guten, krassen Powerbanks. Aber diese Powerbanks sind aber auch vorgeladen. Die sind vorgeladen, du kannst aber guck mal, hier von hier draußen, das ist das Kabel vom Windrad. Hier kommt quasi der Strom rein und wird dann hier in dieses System reingespeist, womit du halt die Belüftung betreibst. Das hier ist quasi Bonus. Die solltest du einfach prepared immer vorbereitet haben. Die kannst du im Notfall natürlich auch laden. Aber grundlegend sind das nur zusätzliche Poweraggregate für die Kaffeemaschine. Ach so, du hast die erstmal Notfallsituation, die Dinger sind voll. Exakt. Die halten schon mal. Exakt. Und genau. Dann, das Windrad bringt dann immer noch zusätzlich Energie. Genau. Okay, jetzt ist draußen kein Windrad ist abgebrochen. Da musst du halt extrem vorsichtig haushalten. Ne? Da musst du halt komplett auf Sparmodus gehen. Du machst halt Licht aus, machst halt Lüftung aus. Oh, aber ohne Lüftung? Alleine geht's. Wenn du 4 Mann hier drin bist, geht's nicht. Hast du mal geguckt, wie lange die Lüftung halten würde? Guck mal, das sind USB. Ja, das sind wie PC-Lüfter. Das sind PC-Lüfter auf USB-Basis. Hab ich komplett verlegt. Müssen wir mal. Das ist aber der Hund, ne? Ja. Ich dachte, jetzt stell dir vor, schließt uns jemand ein. Ja, das wäre scheiße, ja. Was denn dann? Das wäre richtig krass, ja. Hast daran schon mal... Ja, klar, dann hast du halt ein Notfalltelefon, rufst halt an, Feuerwehr. Hat man hier Empfang? Ja. Vollnetz. Ja, 5G? Ja. Gar keine Sorgen. Ach, ja. Streamen von hier unten. Haben wir auch schon gemacht, ja. Ja? Ja. Ey, krass, das ist einfach PC-Lüfter, tatsächlich. Ja, da wird gesaugt, da unten wird eingeblasen. Was ist das hier? Das sind meine Supporter gewesen. Das sind alles meine Leute aus der Community, die gesagt haben, okay, ich gehe halt mit rein. Die haben halt alle auf Gold mit, auf Diamant abgeschlossen. Kostet 50 Euro. Wie Subs bei Twitch. Genau, wie bei Subs bei Twitch. Okay, nur ist halt, das bei YouTube oder was? Das ist bei YouTube, ja. Da gibt es 50 Euro Diamant? Das kannst haben wir so alles, ja. Kannst alles machen. Achso, und die haben das mitfinanziert. Boah, krass. Und sind hier verewigt einfach. Genau. Oh Mann, das ist aber auch wirklich tolle Ideen. Ganz liebe Grüße an euch alle, ne? Ja. Damian Blake und Frable Moe. Krass, ja, wirklich krass. Ja, ey, das ist ein Wahnsinn. Ich würde vielleicht wirklich mal auch mal mit meiner Freundin mal eine Nacht. Bist du herzlich eingeladen? Ja, aber wenn die eine Spinne sieht, ist Ende. Ne? Hier unten geht's eigentlich. Also du hast zwar so ein, zwei Spinnen, guck mal da oben, ja, so eine kleine. Ja, da ist eine. Aber das ist halt so, das ist wirklich mini. Also hier unten ist nicht dolle was los. Ja, du hast halt noch so ein paar Sachen, die wichtig sind. Sowas wie ein Radio mit Kurbelfunktion, ne? Wie lange hast du denn gebraucht dafür? Ein Jahr. Ich habe ein Jahr gebraucht, effektiv. Also du hast das Loch ausgebuddelt? Genau, Fundament gegossen. Dann hast du das Fundament gegossen, dann hast du... Dann habe ich quasi angefangen, das Mauerwerk zu ziehen. Hast du drumherum betoniert? Nein. Da ist nichts betoniert. Obendrauf wurde betoniert. Das ist eine Stahlbetondecke, die wurde obendrauf geschalt und gegossen. Mit richtig mit Betonmischer, der kam hier, weil wir haben die Bodenplatte haben wir alleine gemacht mit Betonmischer. Das war so eine Scheißarbeit, sag ich dir, wie es ist. So ja. Macht man das, ja? Ja. Und dann? Ja. Und dann wird halt von außen, wichtig ist, dass du von außen das Mauerwerk abdichtest. Ja, ja. Schwarze Wanne schon mal gehört? Nee. Kellergeschosse, wenn die vom Häusern? Ja. Genauso wird es halt auch gehandhabt, nur dass das komplett abgecased ist. Ja, und baut ja keiner mehr Keller. Nee. Die Leute bauen keine Keller mehr. Das kostet ja Geld. Das teuerste tatsächlich ist das ist der Keller. Ja. Das teuerste ist der Keller. Ja. Ihr wart zu viert bei 3 Betten. Wo war der vierte? Naja, da hat sich ein bisschen was improvisiert gebaut. So, guck mal hier, frisch, müsst ein Schluck. Ich kann hier so ein ganz. Eigene Tasse sogar. Ja, klar. Möchtest du einen Schluck Milchimitat? Nee, ist das laktosefrei? Nee, ich glaube nicht. Nee, dann nicht. Okay, dann weil sonst kannst du das ist Chemikalienklo gleich voll. Ich will mich einmal mal aufs Bett ja, legen, dich, aber ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Einfach hochklettern. Du kannst hier ganz normal kommen. Du kannst hier draufsteigen. Ach, ja, wirklich. Ja. Wo hast du das denn hier? Aus dem Original Marinestützpunkt, aus dem Bunker. Luftschutzbunker der Marine. Alter, willst du mich verarschen? Er ist einfach. Hast du hier gepennt schon? Ja, ganz oft schon. Ja? Ja. Ich bin im Bunker drin. Geil, so dann denke ich. In meinem Song auch Alge, ne? Bunker auf. Wir gehen rein. Ja! Es ist wirklich geil. Das hätte ich ja nie, aber da sieht man mal, was du für ein Typ bist. Ja.
Schon als Kind musste ich das doch gefesselt haben. Absolut. Absolut. Was früher Butzen bauen und Baumhäuser bauen waren, ist jetzt quasi den Bunker bauen und das Shelter. Das hast du ja noch nicht gesehen, das machen wir gleich. Der Shelter ist, glaube ich, sogar noch imposanter. Das ist noch Deluxe, ja. Da ging es das hier in Scheiße. Ja, das will ich auch sehen. Machen wir gleich. Was sind das für Regale? Die finde ich auch geil für meine Garage. Die kriegst du in jedem Baumarkt. Das sind Schwerlastregale, die kosten, ich glaube, 100 Euro das Stück oder so. Kriegst du überall. Ich glaube, von Obi waren die hier gewesen. Das ist super geil, ja. Ja. Super. Was ist das da oben? Pass auf, ganz wichtig natürlich, was passiert in so einer Situation, wenn halt wirklich mal die Kacke am Dampfen ist? Was sind das so Erste-Hilfe-Kästen oder? Sag ich dir, wie es ist? Warte mal, die ist es nicht. Wo kriegt man das? Sieht doch alles aus wie. Das ist Original-Bundeswehrbestand. Die kriegst du jetzt vereinzelt noch überteuert, so bei eBay. Aber kannst du mal reinsnicken. Ich könnte dir eine Kochsalzlösung legen, falls irgendwie mal du dich verletzt hast draußen. Kochsalzlösung auch gut, wenn du den Abend vorher richtig reingesoffen hast. Eine Naze? Richtig gut. Boah, das holt dich zurück ins Leben. Also da lachen viele, aber ich habe das gehört. Nicht, dass ich das mache. Aber dass das viele Superstars und Sänger, die abends mal feiern wollen, die lassen sich am nächsten Tag eine Nadel setzen, kostet, du bist sofort wieder nüchtern. Nein, das weiß es ein Arzt vor Ort. Bei Konzerten, was glaubst du, das wissen viele gar nicht. Möchtest du eine Kochsalzlösung, ist ganz normal im Business. Eine Kochsalzlösung rein, na klar. Zack, und du bist wieder voll klar, kannst auf die Bühne. Nicht, dass ich habe das noch nie gemacht. Du hast ja noch Kissen, ne? Du kannst es dir ja richtig bequem machen. Boah, so auf der Insel, ey, dann hab ich's. Ja, es wäre halt geil, ne? Ja, das wäre schon geil, verstehe ich. Wird so nicht sein, ne? Nein. Kaffee ist gut hier in deinem Bunker. Ja, Mann, ist ja ein Espresso. George Clooney-Kaffee, sag ich immer. Alter, du bist wirklich hier im Bunker drin, ne? Ja. Also pass auf, wie sieht's denn aus, wenn so ein Kumpel und ich, Adam und ich, ja, dass hier 24 Stunden Livestream wie hier drin sind. Kannst du sofort machen. Stell dir mal vor, wäre das geil? Ja, klar. Schreibt mal in die Kommentare. Ja, aber, ja. Wie fällt dir das? Wir streamen das live, wie Adam und ich 24 Stunden im Bunker hier sind. Uns was kochen. Genau, und ab und zu komme ich mal rein und gebe euch eine Challenge. Ja. Perfekt. Ich glaub, auch wenn ihr gar nicht wüsstet, wo irgendwas ist, ihr was machen wollt, müsst ihr erstmal suchen. Ja, nichts. Ich war gar nicht so. Weiß jetzt schon viel jetzt. Weil hier sind ja auch überall Beschriftungen dran, die sind ja nicht ohne Grund dabei. Und du hast auch hier, guck mal, siehst du das hier? Ja. Das ist fluoreszierendes Zeug, damit du im Dunkeln, sollte im Notfall mal wirklich das Licht ausgehen. Pass auf, siehst du gleich? Ja, leuchtet das. Da leuchtet dich quasi den Weg. Einmal komplett Bunker drum. Hier oben steht halt auch Exit, damit du halt weißt, wo es rausgeht. Okay, ja? Wie im Flugzeug. So unten die Dinger. Exakt, genau. Ey, du bist doch nicht ganz sauber. Für was hast du einen Campingstuhl? Naja, für den, der quasi kein Bett kriegt, falls es mir wirklich zu viel ist. Nee, einfach den ganzen Tag liegen ist scheiße, weißt du? Ja, du hast keinen Stier. Wow. So, upsi, ein bisschen. Der ist schon alt. Ja, ja, hast einen schönen Stuhl. Dann kannst du hier entspannt machen. Du machst den Regisseur. Ja, ja, du kannst natürlich aber auch. Geht, ne? Oh, das geht ja super. Ja. Du kannst hier also die oberste Etage ist halt auch genauso gedacht, damit du genau dich auch hinsetzen kannst, weil wenn die auch unter der Decke wäre. Ja, kannst hier super. Aber Wand halt kalt, ne, oder? Ja, Wand kalt. Du hast den Schlafsack, legst du hinter den Rücken, fertig. Ja, stimmt. Ja, ja. Aber die Betten unten finde ich zu dicht. Alter, da kriegst du ja Platz an. Es geht. Also ich dachte auch erst. In der Mitte, man wollt's oder ganz unten liegen? Das Gefühl. Und dann ich ganz oben und du bist unten. Willst du da nicht haben. Also wenn du in der Mitte liegst, also wenn einer in der Mitte liegt und dann geht das ja noch runter quasi und du unten liegst, dann ist das schon. Aber wir haben zu dritt da drin gelegen und es geht auch. Wer lag in der Mitte? Fritz. Ja gut. Fritz ist ja auch ein halber Hahn. Okay, Fritz in der Mitte. Fritz hätte ich nach oben gelegt. Nee, ich wollte nach oben, weil ich wollte ja oben den großen Platz haben. Hast recht. Oben ist der beste Platz. Ist ja auch der beste Bett. Fritz lag da unten, der echte Fritz Meinecke, ne? Der allerechte, ja. Gut, wenn du noch Fragen hast zum Bunker, hau raus. Ansonsten verrate ich auch gar nicht mehr so viel, weil wenn du mit Adam hier nochmal reingehst, da habt ihr auf jeden Fall Spaß. Ich weiß jetzt nicht, ob Adam das auch mitmacht, aber... Ach klar, natürlich. 24 True Crime Podcast. Also wirklich. Zur Not, ne? What? Okay, nee, die kenne ich, die habe ich auch. Okay, das ist ein ganz normale Pfeffer. Ja, genau. Die habe ich auch. Mit Patrone. Ja, ich habe Angst, weil der Lauf zeigt auf mich. Nein, dann kommt da ist nur... Aber da ist... Mal nicht draufdrücken, da ist Pfeffer drin. Das ist Pfeffer scharf. Drin. Ey. Ist scharf? Ist scharf, ja. Nein, ist nicht scharf. Martin. Alles cool. Ja, ja, ich hab die auch. Mach da nicht ins Zimmer. Oh, jetzt guck mal, jetzt kann nichts mehr passieren, Max. Kann nichts mehr passieren. Ja, ich kenne das. Das wird hier oft gesagt. Aber alles kann nicht so sein. Ja, ich kenne das. Die ist einfach leer, ne? Die ist echt einfach leer. Die habe ich auch. Die habe ich meiner Frau gekauft. Wenn irgendwas ist. Für Notfall. Ja, für Notfall. Wenn irgendwas ist, da kommt Dings, Pfeffer. Ja, für eine Handtasche. Das ist Pepperspray. Ja, genau. Gibt's auch noch mal einfacher. Also, wir haben noch ein paar hier fürs zum Würzen. Vorsicht, die ist aber auch scharf, ja. Aber so schlimm ist es nicht. Na, ey, ich weiß ja nicht, ich habe es versucht gemacht. Ja, habe ich gemacht, Alter. Also ich weiß ja nicht. Also ich brauche das nicht. Hör auf. Die brennt dir auch die Fresse. Nicht, hör auf, bist du. Ich wollte dir drücken, ich nie wieder raus. Das kriegst du nie wieder aus der Hütte raus hier. Ich dachte. Ey, du machst so Scheiße. Digga! Hab ich mal ganz kurz. Ich hab's auch gedacht. Ich dachte, leicht andippen wollte ich. Nein, da brennt die ganze Fresse. Ja, und man muss doch mal ein bisschen. Für die Insel auch. Für die Insel. Okay. Wie hast du eine GoPro-Vorrichtung? Na klar, Zeitraffer, 24 Stunden.
Das ist einfach durchlaufen. Junge, der tickt nicht sauber. Also riesen Respekt dafür, dass ihr das... Man kann ja sowas kaufen. Ich habe schon mal Reportagen gesehen auf NTV und sowas, dass Leute sich so Bunker kaufen können. Du kannst auch genau diesen Bunker kaufen. Ja, den gibt es auch zu kaufen. Den haben wir so weit vorangeschritten, dass eine guten Freundin von mir, von Homebuild Solution Jungs, die beiden, die bauen dir das Ding in 7 Tagen. Was kostet das, wenn also, du das bestellst? Mit Interieur oder ohne? Nur der Rohbau. Mit alles? 55 bis 60.000 Euro wert hat der jetzt. Also nur das Interieur ja alleine schon hat über 20.000 Euro. So ein Mini-Keller, ne? Ja. Naja, Mini-Keller, also die Ausrüstung, die hier drin steht, die ist ja schon okay, high. Mal ohne Ausrüstung? 40.000. Du musst auch noch bedenken, gerade ist hier nicht alles drin, ne? Hier war ja stand dann noch mehr drin. Ja, wir haben ja schon gebraucht, über 1,5 Jahre jetzt, wie lange das Ding schon fertig ist, haben wir auch mal wieder rausgenommen, wir haben ja schon gegessen und gemacht. Wir versorgen uns ja hier auch einfach. Ja, muss ja, aber es läuft ja ab. Genau. Eben. Warum habt ihr hier Tomatenmark? Damit kannst du gut Nudeln kochen. Da ist ein Paket Nudeln, Reis, kannst du dir alles... Also mit Tomatenmark kannst du alles... Wo ist dein Kochgeschäft? Hier, ja, alles. Achso, ja, klar. Töpfe, Pfannen, Salz, ist alles drin. Besteck, Reife, alles, was du brauchst. Das ist wirklich crazy. Also das Ding ist halt, ne, du merkst bei so einem Bau und bei so einer Entwicklung, was fehlt dir? Nach jedem Mal mehr schlafen, merkst du halt, okay, also da, das ist halt ein Auffänger für Feuchtigkeit. Der sammelt quasi durch diese Salze hier oben, guck mal, das ist Salz, das ist ja fest. Bindet quasi Wasser aus der Luftfeuchtigkeit und lässt es unten quasi ab. Dann kippt es einfach auf und ist gut. Warum ist hier feucht? Naja, guck mal, da ist halt Belüftung. Und Feuchtigkeit oben bedeutet auch durch die Zirkulation hier drinnen wird es ein bisschen feucht. Wir haben jetzt 81% Luftfeuchtigkeit hier drinnen. Ist okay. 75% wäre besser, aber wir sind auch im Moment schon drinnen hier, weißt du? Du dünnst es ja selber auch aus. Jetzt hast du den Bunker gesehen. Jetzt haben wir das ganze Ding mal umgedreht und in die andere Richtung gebaut, nach oben. Und da gehen wir jetzt hin. Wie nach oben? Na, wir haben ein Shelter, also wir haben, pass auf, der grundlegende Punkt, warum wir überhaupt drüben angefangen haben, erkläre ich dir gleich. Das war quasi Knossi bei mir im Bunker und jetzt gucken wir uns mal das Shelter an. Also, Kanal abonnieren, Daumen nach oben und schreibt in die Kommentare, ob Adam und Knossi zusammen hier 24 Stunden streamen sollen. Ich bin gespannt, was ihr schreibt. Adam steht dann da und kocht. Ich sitze hier und liege und spiele Nintendo. Perfekt. Geil. In diesem Sinne, los geht's. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht und am Ende überlebt er nur knapp.